mit Syndicate und wir machen heute weiter mit der nächsten Mission. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, was heute ansteht. Gucken. Vielleicht wieder Nebenmission, vielleicht auch Hauptmission. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken einfach. Es kann spontan jetzt passieren. Ja, es kann spontan jetzt passieren. Ich freue mich wieder auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Und ja. Was haben wir denn als nächstes so zu machen, was überhaupt so anstehen könnte? Wir sind hier oben. Gepresste Blume. Ich glaube, wir machen wieder mal eine Templerjagd, oder? Gangquartier, Templerjagd. Ne, wir machen Gangquartier. Komm, wir holen jetzt hier oben noch schnell das Gangquartier. Und dann haben wir die nächsten Gebiete. Du wirst es doch bereuen, wenn ich darüber. Meinst du so? So, ich gehe mal wieder natürlich hoch, wie immer. Ne, ihr kennt das mittlerweile bei mir, bei Assassin's Creed, weil, ja. Ich bin so ein Fan davon, ich versuche mir erstmal ein bisschen Überblick zu verschaffen, um überhaupt zu sehen, okay, was habe ich überhaupt so ein bisschen? Was haben wir denn überhaupt hier an Gegnern? Okay, gefangene Rooks befreien. So, ich guck mal, ob ich den da hinkriege. Ne, von da hinten kriege ich. Guck nicht, dass ich den von da von der Position kriege, ne? Ne, 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 ne. Warte mal, du bleibst da jetzt mal stehen, mein Freund. Fall mal. Hey, unser Zug. Dann machen wir auch immer noch weiter, aber jetzt erstmal hier ein bisschen aufräumen. Habe ich keine Messer mehr, dass ich jetzt irgendwas groß machen könnte. Aber, warte mal. Scheiße, das Problem ist, dass sie mich sehen wird. Scheiße, das war jetzt super. Feindliche Verstärkung ist auf dem Weg, scheiße. Das ist natürlich super. Scheiße. Ah, ich muss wieder weg. Ich muss mal hier raus, gerade aus der Situation. Das Problem ist einfach, dass ich jetzt hoch muss wieder. Weil ich einfach jetzt gerade mal ein bisschen Ruhe. Super, natürlich, jetzt sind die alle. So. Das ist super, dass ich jetzt natürlich alle auf einmal hatte. So, ich. Mal ein bisschen gerade Medizin nachlegen, damit ich jetzt mal. Ah, das wird nicht passen von der Höhe. Wo haben wir denn überhaupt noch einen Feind? So, ein bisschen was, ne? Machen wir den erstmal weg. Nehmen wir den erstmal weg. Da unten steht doch ein Boss. Frage ist, wo steht denn der? Steht der im Haus oder was? Ja, scheiße. Diese Voll. Neuen Waffen werden uns sicher helfen, die verdammten Rooks zu besiegen. Ich kann es kaum erwarten, denen die Augen aufzukratzen. Das ist die Frage. Komme ich da irgendwie durch den Untergrund rein? Nee, ne? Na, scheiße. So leben wir dann noch einer rumschleicht, also. Warte mal, ich versuch's mal gerade, ob ich mit einem halluzinogenen Bolt. Ist das ein Halluge. Ist das so ein Topf? Wir haben gerade eine Lieferung neuer Pistolen von unserem Anführer Mr. Lynch
Kann ich die nicht pfeifen? Kommt nach dem Essen zu mir, um euch eure abzuholen. Ah, ist ein Feind, okay. Zum Lebenswerfer. Ja. Waffen werden uns sicher helfen, die verdammten Rooks zu besiegen. Ich kann es kaum erwarten, denen die Augen auszukratzen. Wie hat hier nichts zu sagen? Geht es weiter? Jetzt hörst du dein Maul nicht mehr. Okay, das war ein Level 8er und damit ist das Thema schon mal gegessen. Bushi ist besiegt. Die Mission dauert wahrscheinlich sogar wieder ein bisschen was länger, als ich eigentlich erwarte. Na gut, geht's. So, checken wir das gerade mal ab. Da hinten ist wieder irgendwas zu befreien. Hab ich die... Ich mach mal gerade kurz eben die Kiste hier auf. Wir können das, ja. Wir sind ja da relativ gut. So, die Frage ist, wie viele Gegner haben wir? Geh mal da weg bitte gerade, lass mich mal in Ruhe. Ich hole mir mal eben kurz die beiden Jungs da oben. Ich check die Lage da mal ab, das sind zwei auf jeden Fall. Warte mal, komm ich da jetzt hoch? Ja, der eine ist oben auf dem Dach, glaube ich, oder ist richtig, sehe ich das falsch gerade? Ja, der eine ist auf dem Dach. Nehmen wir den mal mit. Okay, das ist sogar schon relativ zügig erledigt. Ich dachte mir. Gefangene Wuchs befreien. Wir haben also die Zusatzaufgabe mitgenommen. Und haben dieses Gangquartier befreit. Cool. Und damit gehört ein etwas wieder größeres Gebiet gehört uns tatsächlich. So viel haben wir nämlich gar nicht mehr so. Jetzt holen wir nämlich eben noch kurz mit. Das ist das kleine Teil. Diesen kleinen Teil. Warte mal. Ich muss mal gerade checken. Da unten. Und dann machen wir. Oh, wir haben einen weiteren Fähigkeitspunkt erhalten. Das ist immer gut. Ja. Aber wir sind aber noch nicht zum Level Up bereit. Naja, alles gut. Wir machen mal. Ja. Wieder hoch aufs Haus. Wie ihr kennt das mittlerweile. Weil wir uns damit die Möglichkeit ergeben. Weil wir uns damit die Möglichkeit geben, große Strecken in kürzester Zeit zurückzulegen. Wie gesagt, auch wieder hier Templerjagd. Ich habe mal Messer dabei, also. So, die Frage ist, wen müssen wir holen? Oh Gott, ernsthaft? Sind ein paar Gegner dabei. Das ist super. Haha, das wird witzig. Das Problem, ich kann bei der für die Höhe aus nicht viel machen. Weil das Gebäude ist zu weit weg. Da steht natürlich die nächste Gruppe. Auf den Sack gerade. Ich snack mir erstmal die drei Jungs da weg, weil mir die gerade so ein bisschen auf dem. Ich nehme gerade mal hier die Dings raus. Bam! Weg, wir sind die Jungs. Geschieht dir recht. So, nehmen wir sie mal mit, beide.
Weil die sind sogar noch gepresste Blumen. Ich war eigentlich gerade woanders dabei, aber... Wo sind denn die gepressten Blumen? Die waren doch hier in der Nähe. Moment. Ach, da hinten auf dem, auf der Bank liegen sie. Die nehmen wir. So, haben wir die, die. Und können wir die plündern? Nehmen wir die Plündern, die wir mal kurz eben aus. Ach, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, tausend Dinge gleich zu. Ach, ist der Fall. Komm, mach mal. Weg mit euch. Lass mich in Ruhe. Nächstes Mal hast du ein Ereignis beendet. So, jetzt müssen wir natürlich jetzt... Das Problem ist, haben wir jetzt natürlich, dass wir viele, viele Gegner hier haben. Die Frage ist, machen wir die Templerjagd? Ja, ich würde sie schon jetzt gern machen noch. Zumindest mal den... den Anfang. Ich mit dir? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was haben wir denn da überhaupt? Guten Louis Blake. Zählt ein Schulzmesser? Ein Wurfmesser? Aber ich glaube, sonst wird es schwierig werden. Oh, oh. Ich bin kein Eindringling. Hol ihn dir. Das ist lustig, dass ich jetzt natürlich... Das Problem ist einfach, dass ich den natürlich jetzt nicht... Oder komme ich da ran? Von der Position komme ich da... Scheinbar, ja. Das ist ja natürlich super. Ach, das ist doch zum Kotzen gerade. Die sind natürlich jetzt alle auf mich drauf und ich will sie gerne eigentlich töten. Warum auch immer jetzt mein Charakter gesagt hat, ich möchte nicht. So, ich löse mal gerade ein bisschen die Situation hier raus. So, weg mit dir. Mein Gott! Dickerchen, komm mal her, mein Freund! Weg mit dir! So, weg mit dir. Leck mich doch am Sack, Alter! Na, natürlich, im Vorbeigehen. Ich nimm dich noch schnell mit.
desynchronisiert. Gut, dann probieren wir es halt in der nächsten Folge nochmal neu.